Nasse Veranstaltung in der Schwimm- und Sprunghalle Europasportpark. Der Berliner TSC lud zum mittlerweile 25. Mal zur Berliner Springer Gala und so ein Jubiläum, ja, das muss natürlich kräftig gefeiert werden. Doch bevor die Sprungtürme erklommen werden konnten, galt es erst einmal, verdiente Sportler des Vereins auszuzeichnen. Unter anderem Patrick Hausting. Dem Welt- und Europameister wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Und er erklärt, was den Berliner TSC so besonders macht. Der Verein ist ein sehr langer Wegbegleiter für mich. Ich bin, glaube ich, schon seit bestimmt 17, 18 Jahren Mitglied des Berliner TSC. Heute wurde ich zum Ehrenmitglied ernannt, was mich mit sehr viel Stolz erfüllt. Ich hatte nie Probleme, sie haben mich immer unterstützt, egal wo. Wettkampfreisen, Wettkampffahrten, Trainingslager. Und ja, es gibt wenige Vereine in Deutschland, glaube ich, die so einfach und schnell Unterstützung geben. Doch auch das frisch gebackene Ehrenmitglied sollte heute keineswegs trocken bleiben, denn jetzt ging es ans Eingemachte. Zuerst zeigten die Kids, was sie schon alles gelernt haben, und bei solch spektakulären Sprüngen stellt sich doch die Frage, kennt der Nachwuchs denn gar keine Angst? Na, ganz klar ist, dass umso höher das geht, dass die Kinder dann auch Angst bekommen. Aber wir trainieren ja nicht nur im Wasser, sondern auch in der Turnhalle und bereiten die Sprünge eben halt methodisch vor, sodass, wenn wir sie auf die 5 Meter Höhen schicken, eben halt eigentlich alles können. Und diese Methodik macht sich sichtlich bezahlt. Wie am laufenden Band stellten die verschiedenen Altersklassen ihr Talent unter Beweis. Der Waghalsigkeit schien hier keine Grenze gesetzt, denn 10 Meter waren einigen nicht genug und so stürzten sich die Athleten auch mit Hilfe eines Trampolins oder sogar aus 16 Metern in die Tiefe. Das Showprogramm der Springer Gala war gespickt mit sehenswerten Einlagen, auch abseits des Sprungturms. Die Synchronschwimmerin des Schwimmclub Wedding und Studierende der staatlichen Artistenschule Berlin begeisterten mit Leichtigkeit und Eleganz auch bei schwierigsten Übungen. Für einen furiosen Abschluss sorgten die wilden Springer. Mit viel Witz und abenteuerlichen Sprüngen machten sie der Schwimm- und Sprunghalle Europasportpark noch einmal ordentlich Dampf und das sehr zur Freude aller Beteiligten. Das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Wir hatten sehr viele schöne Sprünge, ich glaube auch ein paar coole Gags zwischendurch, was auch ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Lockerheit in die ganze Sache bringt. Ist ja auch eine Showveranstaltung und kein Wettkampf. Ja, es soll Entertainment sein und ich hoffe, das haben wir heute auch gut umgesetzt. Allerdings, der Berliner TSC eröffnet das neue Jahr spektakulär. Und ein Trost für alle, die es verpasst haben, im Januar 2019 geht es an der Landsberger Allee garantiert wieder hoch her.